wem leuchten da bitte die Flügel irgendwie? Von keinem. Also greifen wir weiter an. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, von wem da die Flügel glühen. Ah, von dir war's. Denn wenn die Flügel glühen, dann setzt er in der nächsten Runde Dornen ein. Und das zieht ordentlich ab. Okay, ja, lass es mal lieber. Ich habe keinen Bock auf Gangbang. So, ignoriert's am besten die ganzen Gegner. Und konzentriert euch rein auf die Dampfwalze. Denn nach ein paar Schlägen ist die besiegt. Und wir sehen es immer. Nach jedem Angriff erhöht sich unsere Leiste, die Ekstase-Leiste. Immer um ein kleines Stück. So, wir greifen weiter an. Ah, wunderbar. Das war's für die Dampfwalze. Dann schauen wir doch mal, warum wir das hätten tun sollen. Oh! Deswegen. Wow. Das hätte auch schief gehen können. Was immer du sagst. Komm, du schaffst es, du schaffst es! Jawohl! This is it. This is your story. It all begins here. Hey. Hey. My old man? Whoa. Wo zum Kuckuck sind wir? Wir schwimmen in der Luft. Okay. Hey, da steht jemand. Ein Mann, soweit ich das jetzt erkennen kann. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. Du standst da vorher noch nicht. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me so I didn't have to feel alone anymore. Wow, wo sind wir hier gelandet? Was ist überhaupt passiert? What? Anybody there? Aaron!
Na holla. Sieht nach einer Art Tempel aus. Da wollen wir doch jetzt auch mal hin. Ist wenigstens irgendein Anhaltspunkt, würde ich mal sagen. Also schwimmen wir hier doch mal entlang. Wir können uns hier sehr viel umschauen. Es gibt hier rechts, gibt es zum Beispiel jetzt eine Insel, die wir uns mal kurz genauer anschauen können. Holla, was ist denn das da an der Wand? Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Yisund Fugdaktanib irgendwas. Ah, Makalania, okay. Was heißt Makalania? Aber es ist in Rosa gedruckt worden. What do we have here? Nope. Can't read it. Wohl irgendeine fremde Sprache, die wir nicht verstehen. Aber hier haben wir dafür eine Kiste mit 200 Gil oder Chill, ich sage immer Gil, die Währung hier in diesem Spiel. So, wir können auch hier nach links schwimmen. Auch hier drüben ist nochmal so eine Art kleine Insel. Wo hier drüben nochmal eine kleine Kiste auf uns lauert. Mit zwei Potions. Wunderbar. Ja, ich ignoriere dieses blaue Teil da am Boden. Gewiss. Ich ignoriere es absichtlich. Müsst ihr nicht verstehen. Für die, die das Spiel kennen, die werden vielleicht verstehen, warum ich es ignoriere. Für die, die das Spiel nicht kennen, ihr müsst es gar nicht verstehen. Ist nichts Wichtiges. Hey, ein Speicherpunkt. Den nehmen wir natürlich immer gerne in Benutzung. Ihr seht schon, ging schon um einiges schneller. Okay. Okay, ja, nicht runterfallen. Gehen wir mal hier links. Was gibt's hier Schönes? Eine Sackgasse. Und eine Kiste. Hey. Mit einer High Potion. Eine High Potion ist ganz einfach ein großer Trank. Halt einfach mehr als die normale Potion. Kurze Erklärung, die normale Potion halt 200 HP, die High Potion halt 1000. Wow. Okay. Eine Statue unter Wasser. Oh, nee. Okay, wer hat nicht damit gerechnet? Hand hoch. Habe ich mir doch gedacht, dass keiner die Hand hebt. Okay. Wir können wieder mit Kreis tauchen. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Hallo, Statue. Kann man irgendwas an dir machen? Nein, kann man nicht. Schwimmen wir doch einfach mal ein bisschen geradeaus. Oh, es tut sich was. Oh. Nette Fischchen. Ja, unser erster richtiger Kampf, sage ich jetzt einmal. Here we go. Mit der normalen Kampfmusik. An die müsst ihr euch wirklich gewöhnen, denn die werden wir sehr oft hören. Aber eigentlich muss man sich nicht dran gewöhnen, denn die Musik ist richtig geil. Und zack. Ein Sahagin. Zack. So, der letzte noch. Nanu? Magst du nicht mehr?
Da kommt was. Oh! Will Papa jetzt auch mitmischen? Ja. Oh. Mahlzeit. Ja, Papa will jetzt wohl auch mitmischen. Okay. Das sieht schon eher nach einem richtigen Gegner aus. Geos Gano. Okay. Unser erster Boss, 32 Schaden, Mann. Unser erster Boss in diesem Spiel, 232 KP. Wow. Leck mich am Arsch, machst du Schaden. Jetzt müsste ich down. Moment mal. 116? Hm, 232 durch 2. Ja, er halbiert unsere KP. Soll heißen, auch bei diesem Gegner besteht keine akute Lebensgefahr. Er halbiert einfach unsere KP. Pro Schlag immer. Jetzt aber schnell weg hier. Wow, das war knapp. Kurz mal Luft holen, orientieren. Hey, ein Eingang. Jetzt aber schnell hinter, schneller, 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 komm. Der ist knapp hinter dir, schneller. Wow, fuck. Fuck, fuck, ganz, nein, 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 schneller, 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 schneller. Hui. Das war knapp. Wenigstens kann uns das Teil jetzt nicht folgen. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Okay. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Wo sind wir denn hier nun gelandet? Wow. Aha, sieht nach einem großen Tempel aus. Dann sollten wir uns was überlegen. Schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Eine erloschene Feuerstelle mit brennbarem Material lässt sich bestimmt ein Feuer entfachen. Hm. Aha. Schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um ihr vorbei. Hallo Speicherpunkt. Na, wie geht's dir denn so? Lass mich zu dir. Dankeschön. So, hat das überhaupt was gebracht? Ich weiß gar nicht. Ach, Pause will ich doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt verletzt war. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Okay, hier sieht's aber insgesamt ziemlich scheiße aus. Hier können wir was untersuchen. Steine. Ah, Feuersteine, wunderbar. So, ist das hier hinten eine Kiste? Nein, ist keine Kiste. So, dann rennen wir hier mal ein bisschen umher und hier sehen wir schon den nächsten Durchgang.